Moin Moin zusammen und willkommen zurück bei Octangulum. Was hatten wir uns vorgenommen? Ach ja, Mindesthöhe. Damit das Bauamt uns nicht querfunkt und der Architekt auch nicht sauer wird, wollen wir ja mal hier was reißen, ne? Habe ich denn noch eigentlich genügend? Ich könnte schon fast wieder nachholen. Weil hier zieht noch eine ganze Menge ins Land. So, habt ihr euch vielleicht schon ein bisschen Gedanken gemacht? Könnte ich ja jetzt auch schon mal so ansprechen langsam. Was ihr euch denn wünschen würdet für dieses Gebäude hier als Themenbereich? In Octangulum in der Wüste wurden ja schon tolle Vorschläge gemacht. Habt ihr irgendwelche survivalmäßigen Survival-Ideen, was man hier in den Themenbereich reinklotzen könnte? Macht einfach Vorschläge, spammt die Kommentare zu. Irgendwas wird da definitiv dabei sein. Wichtig ist, wie gesagt, es muss hier auf die Hälfte passen. Und es sollte irgendwie auch ein bisschen, ja, zu dieser Survival-Atmosphäre passen. Okay, alles klar. Nee, hat nichts gesagt. Also, wenn ihr Ideen habt, einfach los spammen. Immer wieder Zeit, meine Wellness ein bisschen zu erhöhen, damit ich dann auch mal länger sprinten kann irgendwann mal. Das Ganze ist nämlich jetzt Wellness-abhängig und boah, schwierig. Da muss man leise sein, braucht dementsprechend Ausdauer, um Werkzeuge benutzen zu können. Hat man die nicht, hat man Arschkarte gezogen. Weil dann muss man zwangsweise laut sein. Wenn man zwangsweise laut ist, kommen zwangsweise Spider-Zombies an. Und was dann zwangsweise passiert, ja, habe ich euch letzte Folge schon erklärt, ist ganz blöd kacke Arsch. Ganz, ganz viel untotes Fleisch stürmt da auf uns herein und macht ein bisschen Party. Habt ihr das tolle Video zur Sprengung gesehen? So mal angeguckt? Tja, das können wir gerne auch nochmal wiederholen. Dann zeige ich euch mal in einer Sonderfolge, was passiert, wenn man wie viel Lärm macht. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? So einfach mal quer durch die Ländereien ballern und gucken, wie viel Zombies durch was angelockt werden. Was haltet ihr davon? Wisst ihr Bescheid, ne? Schreibt in die Kommentare. Yay! Ja. Also ich finde, das sieht echt schick aus mit den Brick Painted. Das hat so ein bisschen so diesen... Ja, ich würde schon fast sagen Industriekomplex, wobei Industrie ja eigentlich doch eher so aus reinem Beton gemacht wird. Oder wie es mein Jutta-Kollege sagen würde, aus Beton. Aber doch. Also mir gefällt's. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Rampen auch hier noch... Ja, ist glaube ich sicherer. Rein vom Prinzip her. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, hier noch so eine Zwischenmauer bzw. Hindernisse wie Spikes oder sonst was hinzusetzen. Sollten die Zombies wirklich der Meinung sein, genau den Weg zu wählen. Wenn sie sich natürlich quer durch die Gebäude kloppen, dann bringen Spikes vor der Tür auch nicht wirklich was, aber der Wille zählt. Ich sehe, wie viel Clay hier unter solchen Gebäuden ist. Unglaublich, und im Survival suche ich mir teilweise, upsala, einen ab, um ein bisschen Clay zu finden. Das hat doch schon was. Ich überlege gerade, ob man hier den Bereich nicht sogar lassen könnte. So mit ein paar Häusern. Würde ich aber ungern machen. Ich würde gerne das einheitliche Bild. Also sprich, sagt schon mal Adieu zu den Häusern, die werden als nächstes in die Luft gejagt. Nachdem das hier fertig ist.
Aber eine Preisfrage kann ich natürlich an euch alle stellen. Wir wollen das Ganze hier ein bisschen unterhaltsam machen und viermal jetzt genau dasselbe bauen im Aufbau ist doch auch ein bisschen mega öde. Rein vom zeitlichen her. Meine Preisfrage an euch ist jetzt einfach, hättet ihr ein Problem damit, da ihr seht, das Grundgerüst ist sowieso immer gleich. Wenn ich irgendwann zwischen den Folgen hier schon mal so ein bisschen abräume, wegsprenge, die beiden Flächen noch frei mache und schon mal das, was wir hier jetzt gerade bauen, da drüben schon mal herrichte. Also sprich, dass ich schon mal eine exakte Kopie von dem, was wir hier bauen, da drüben dann auch aufbaue, dann kann man sich auf diese schönen Themenbereiche konzentrieren. Wäre mir persönlich, glaube ich, schon am liebsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte einen Terrainfiller. Der geht mir seit letzter Aufnahme nicht aus dem Kopf. Was meinen Sie mit Terrainfiller? Hellblaue Punkte? Das ist also Terrainfiller. Also ich vermute mal, das wird so ein Gebilde sein, was irgendwann eigentlich in der Alpha 11 oder so rauskommen sollte. Für spätere Geschichten. Das reiße ich dann auch irgendwann demnächst wieder ab. Schade eigentlich. Also ich kann mir vorstellen, was ein Terrainfiller ist, aber ich kann es halt hier noch nicht so wirklich... Außer, dass jeder Zombie jetzt genau weiß, guck mal, wo es blau leuchtet, gibt's Futter. Naja, kann man so machen, ne? Kann man aber auch sein lassen. Boah. Dieser hellblaue Popel da hinten in der Landschaft, der sieht echt phänomenal aus. Alles verschwindet, nur der irgendwie nicht. Toll. Oh, ist das elendig. Aber nun gut, ein jeder sollte einen hellblauen Popel in seinen Vorgarten stehen haben. Ich kann ihn sogar von hier noch sehen. Oh, ist das ekelig. Oh, ein zu hoch. Aber egal. Mir kommt gerade was in den Sinn, Leute. Yes. Ah, eine Idee. Palim, palim. Koro hat schon wieder blöde Ideen. Was haltet ihr davon, wenn wir hier in diesem Bereich auch noch Quartiere machen? Kann man ja tun, ist nicht das Problem. Hier denn Küche oder ähnliches. Also dass wirklich auf diesen ein Viertel nur alles zum Leben ist. Unten die Betten halt, oben nochmal Betten und Küche und Lager und hast du nicht gesehen. Das Ganze wird ja, oder es ist ja ein Gewächshaus mit, ja, Gewächsen halt. Mit allem möglichen. Da wird Golden Rod wird da angebaut, da werden dann die ganzen Bärengeschichten und weiß der Geier was alles. Was haltet ihr davon, wenn wir hier denn irgendwie so einen Kühlungsraum machen? Also sprich zwar auch ein Lager, aber Weiterverarbeitung und... Ne? Bei mir geht es ja in erster Linie darum, den äußeren Bereich nicht so wirklich bewohnt zu machen, dass wenn es zu einem Angriff kommt, alle überrascht werden. Sondern würden die hier einsteigen, hätten sie sowieso erstmal das Gewächshaus. Blöd. Verlieren sie auch wieder Zeit. Bis dahin können sich die Leute flüchten. Wenn sie hier in die Verarbeitung bzw. in das Lager reingehen, haben sie auch immer noch Zeit. Würde ich hier jetzt aber noch Wohnräume machen und die würden genau hier durch die Bresche springen, wäre auf jeden Fall schon mal ja, die Hälfte der Leute im Arsch. Würde ich hier dann nämlich auch so machen, dass der vordere Bereich und naja, bis hier, je nachdem was denn hier reinkommt, das wissen wir ja noch gar nicht, würde dann alles sein, was irgendwie themenbezogen ist und ein Bereich mit Quartieren. Und seien wir mal ehrlich, also wir haben, wenn wir
diese Gebäudekomplexe viermal bauen, dann haben wir genug Raum pro Komplex für, wenn ich da oben das jetzt noch denke, ja, fast 100 Leute. 100 Leute, die hier locker flockig mal überleben können. Also das finde ich schon nicht verkehrt. Alternativ könnte man auch sagen, im unteren Bereich da hinten kommt dann Kühlung und Verarbeitung. Weil solche Bären, die müssen ja auch kühl gelagert werden. Und darüber kommen dann nochmal Schlafquartiere, dass die Zombies dann zumindest nur im unteren Bereich ein bisschen wilde Sau spielen. Da ist es ja denn egal. Lasst mir dazu mal eure Meinung in den Kommentaren. Das ist eine Frage, die würde mich wirklich interessieren. Ups. So seht ihr, wie ich mir die Haxen breche. Ach, die falschen. Die wollte ich gar nicht. Wenn schon, dann richtig. Achtung, Achtung. Geiler Sound. Dass ich dafür eigentlich, was ja vorher schon ein bisschen Unsinn war, eine Bandage fresse und, naja, von diesem Stoff jetzt quasi eine gewischt bekomme, von der Soundkulisse her. Wir lassen es mal so im Raum stehen. Aber rein von der Soundkulisse her fand ich das schon echt geil. Musste ich lachen, als ich das Ding das erste Mal benutzt habe. So, die Mauer dürfte dann eigentlich auch schon fast, ja, fertig sein. Na, komm. Aber wir müssen noch ein bisschen Nachschub holen. Da führt kein Weg dran vorbei. So. So. Das kann mal wieder weg. Nein! Was habe ich denn jetzt eigentlich hier? Toll, Potatoes. Kann ich gleich das Blumenbeet drüben fertig machen mit Potatoes. So. Was wir, beziehungsweise was ich definitiv machen werde, ich werde außerhalb der Folge schon mal die Aufteilung machen. Das heißt, ich werde mir den Mittelpunkt suchen und werde hier pro forma halber einfach mal das Ganze in vier Viertel unterteilen. Macht das für uns dann später einfacher, einfach hier so, einfacher, so, ne, zu viel einfach. Weil einfach ist. War das nicht irgendein bekannter Werbeslogan? Es erleichtert uns jedenfalls hier schon mal die Aufteilung und das auch irgendwo ein bisschen zu visualisieren. Ihr kennt das ja auch, es ist immer schön, Gedankengänge zu haben, aber sowas denn live und in Farbe zu sehen oder es schon mal zur Anordnung zu sehen, ist doch immer besser. Und das kann ich auch außerhalb der Folge schon mal vorbereiten. Und meine Mäuse sind wieder wach. Yippie. Komischerweise werden die erst wach, sobald Octangulum anfängt. Das war im alten Octangulum der Fall, dass die nur dann wach wurden, sobald ich Octangulum angemacht hatte. Und jetzt schon wieder. Nehme ich Survival auf oder State of Decay oder Sticks oder whatever. Da sind sie ruhig. Also entweder mögen sie es oder sie verabscheuen es. Wobei dadurch, dass sie ja versuchen, meine Tonspur zu manipulieren dadurch, beziehungsweise zu stören, glaube ich eher, sie mögen das nicht. Tja, Freunde, Pech gehabt. Dann müsst ihr mit klarkommen. Also ihr meckert nicht rum, ihr habt da drin euer Mini-Octangulum. Wahrscheinlich mögen sie deswegen das Ganze hier nicht. Eben weil sie in sowas festsitzen. Aha. Ja gut, kann ich auch verstehen irgendwo. So getreu dem Motto, der hat so eine kleine Mini-Hölle hier für uns gebaut, jetzt will er das Ganze nochmal für Spielcharaktere machen. Gibt's nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich denke mal, bis 100 werden wir bestimmt rausgehen.
beziehungsweise müssen wir sogar, wenn wir hier im äußeren Bereich noch irgendwie was ein bisschen bauen wollen. Ich wollte nämlich in den äußeren Bereich ein bisschen so diese Militärstruktur ausweiten, dass gerade das Militär dann so die Außenmauer bewachen kann, sprich mit Wachtürmen à la DDR, auch wenn das jetzt hart klingt, aber so alle paar Meter einen Wachturm rein, der immer besetzt ist, mit Beleuchtung davor und naja, das Übliche halt, ne? Alles, was irgendwie zur Sicherheit dient. Also entweder hat meine Nachbarin gerade Besuch und freut sich, dass der Besuch da ist, oder meine Nachbarin hat Besuch und freut sich, dass der Besuch nicht da ist. Aus ihrem Gequietsche da drüben lässt sich leider nicht ganz genau erschließen, was das denn jetzt war, ob das jetzt Freude oder Verachtung ist. Ich schreibe ein Buch. Das wäre doch was. Gorondos Versuch, menschliche Töne durch eine Pappmaché-Wand zu analysieren. Das wird ein Verkaufsschlager. Für alle, die noch nicht das getan haben, würde ich eventuell nochmal drum bitten, wer von euch Twitter besitzt, ich habe es ebenfalls, einfach mal ein Follow da lassen. Geht mir jetzt weniger darum, um jetzt hier möglichst viele Follower in irgendeinen Konkurrenzkampf aufzubauen, sondern vielmehr darum, dass ich auf Twitter auch hin und wieder gerne mal ein paar Infos durchsickern lasse, gerade von unterwegs, wenn ich mit dem Handy bin ich nämlich wesentlich schneller bei Twitter eingeloggt, als das Ganze bei der Steam-Gruppe passieren würde. Leider, leider. Ich habe zwar Steam auf dem Handy, musste ja irgendwie die Zeit überbrücken, wo meine Festplatte abgekackt war. Allerdings ist das von den Ladezeiten her echt total für die Grütze. Deswegen wäre es mir am liebsten, wenn ihr wirklich keine News und so weiter verpassen wollt, einfach mir bei... Ups, das war zu tief. Einfach bei Twitter mir folgen und dann läuft der Rubel. So. Bin ich schon zu hoch? Ne, genau richtig. Hier haben wir unseren Startpunkt. So, so, so. Tada! Das wird quasi hier wie hier drüben der Eingang sein. Habe ich mich hier verzählt? Ein, zwei? Nö. Wir bräuchten jetzt nochmal kurz eine Pickaxe, um unsere Fehler zu beseitigen. Das ist das Schöne daran. Also das Brick Painted hier ist ursprünglich nicht so schwach, aber für den Kreativmodus habe ich das halt auf die schwächste Stufe gestellt, dass ich hier nicht ewig und drei Tage kloppen muss, um Fehler von mir auszumerzen. So, da wir aber noch Zeit haben, zähle ich mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey, der Mann kann zählen, ist doch schön. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Der zählt aber komisch. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 42, 43, 54, 55, 46, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Könnt ihr mich jetzt da mal loben? Ich kann zählen. Hallo? Was geht denn? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Blöd. Blöd, 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 blöd. Dann machen wir... Tja. Ich muss hier eigentlich ja... Wa? Achso, ja, da habe ich... Ich komme jetzt schon... Das ist es. Genau das ist es. Deswegen schreibe ich mir sowas eigentlich für gewöhnlich auf. Aber ich habe da schon eine Idee. Kriegen wir hin. So.
Und nicht anders. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich habe mir schon wieder die Beine gebrochen. Ich sterbe auch schon wieder. Verdammte Axt nochmal. Und meine Mäuse gehen mir auch schon wieder auf den Keks. So und so und so und so und so. Nein, falsche Taste. Ach, Goro. Tada. So. Der Durchgang ist gesichert. So, meine Lieben, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir dann gleich durchstarten können. Also, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.